Oh. So, hallo, wir machen weiter bei Among Us und wir sind Danke. immer noch Du zu hast acht mich gut angelegt, dass unterwegs. ich wieder da bin. Haben wir die Und Map Fräulein, gewechselt? Wollt ihr die Map noch wechseln oder wollt ihr auf Mira bleiben? Fräulein, ich war noch AFK und du startest schon die Aufnahme. Wir Ja, ich bleiben finde Mira eigentlich ganz noch. lustig. Ja, dann bleiben wir erstmal auf Mira, ist okay. Weil Wir werden Nico muss jetzt nicht wechseln, wenn einfach ihr was wollt. Oh, mein Bauch ist so Ich starte mega mal, ja, ich dick! starte. Vielleicht kriege ich ja dieses meine Genau, Chance, starte mein einfach. Lieblings. Vielleicht kriege ich ja mal dieses meine Chance, mein Lieblings-Doorlog zu lesen. Wie warm ist es eigentlich gerade bei euch im Zimmer? Schreibt's doch unten in 35. die Kommentare. Lass mich dran. Ich möchte nicht sagen, Wir aber haben ich bei mir sind es Monitore für 40 hier. Wir Bar. opfern den Geldwäscher. Nee. Ach, das Wenn es geht. Wie oft denn jetzt? monetarisiert Also, ich meine, Deine das ist Mutter hat mehr okay, Löcher aber als jetzt bin Zähne. ich es ja echt oft, ne? Jetzt bin ich es ja gerade echt oft. So. Was war jetzt hier drüben nochmal an dem komischen Ding? Ich hab's schon wieder vergessen, ne? Ich hab's echt schon wieder vergessen. Okay, ja, tschüss, Stevie. Oh mein Gott. Schwierige Momente. Dann nehme ich doch gleich den nächsten mit. Nee, ich gehe gleich hoch. Ich gehe gleich hoch, würde ich sagen. Zu Admin und mache hier die lustige Karte. Guten Tag. Ich habe den lieben Reggie in Medbay gefunden. Servus. Da ist ja schon wieder was los. Oder was hast du wen gefunden? Ich habe Reggie in Klinik gefunden. Das habe ich Ah, ja, den gemerkt, habe als ich gesehen, den ich habe bin ich halt. das Scan sehen. Also, Cehan hat mit mir zusammen Lights gemacht. Nee, das Das. war Nico. Ich wollte auch gerade sagen, Ich das war stimmt da nicht. gerade. Ich war da. Ja, als ich hochgelaufen bin Ist das zu Admin, hat Ivan, er sich noch Nico? gescannt, Ivan? also. Es war irgendwie eine rote Farbe. Ja, ich war Blaue bei Farbe. Lights. Hä? Ich dachte mir Nee. tatsächlich auch schon, dass Wer hat Lights dass bei dir Reggie gemacht? stirbt. Ich war bei Lights. Ich war das Wer ist Rot. ich? Nico Was? Rot. Nico? Ach, was ist ich? Nico hat mir Lights Ich war. Aber ich Ja, bin aber ich Nico. bin Ich noch habe nicht nichts anderes blau. drauf. Ja, Ich gut. war die ganze Runde. Ich war die ganze Runde im Reaktor und habe keinen gesehen, weil ich da vier Tasks habe. Bin ich da direkt hingegangen. Heavy. Okay. Ich bin da Die kann hingewendet, aber direkt am aber noch Anfang. nicht auseinanderhalten, Auf sorry. ich. Hast du dann Also aber ich kann Rasierer Benny, ich gesehen, kann Benny Cian? auseinanderhalten. Der Nein. hört sich ein Ich bisschen habe an wie niemanden, Flo. ich habe die ganze Zeit niemanden gesehen. Ich bin aber Benny, auch der war nicht. wahrscheinlich im hintersten Eck von Reaktor. Ich war im Ja, Labor. Ich okay. stand gerade im Labor und habe hier den Kristall zusammengesetzt. Nee, das Das ist hast doch ich jetzt gemacht. Rasierer, oder? Ich habe mich Xeon. gefragt, Okay. weil ich habe mich gefragt, weil ich in Dekontaminationsraum wieder runtergegangen bin, weil ich da ich Wissenschaftler bin in Whitelist gesehen habe, dass Reggie tot ist und da ich Reggie vor 10 Sekunden oder 20 Sekunden in Medbay gesehen hatte, dachte ich mir, gehe ich dorthin und dann liegt er dort einfach. Ich bin Okay, nicht. Benny redet gerade und Benny ist Gelb. Reporter. Ich bin nicht durch Da, wo Dekontamination gegangen, by the way. Ich bin dahin, also ich bin in den Reaktor reingewendet, direkt Ingenieur. aus dem Benny, über wen sollen wir Laderaum, reporten? genau. Sag mal, wen wir. Wir haben noch 20 Hast du Sekunden. den Ingenieur, Lass bitte? uns jetzt schnell Imposter rausholen. Ja. Also, Okay. ich Okay. glaube nicht, Colin. dass Nico ist. Ich glaube, es ist entweder Colin, Cehan oder Rasierer. Ich wollte es jetzt Colin. Cehan. Nee, ich bin's Colin. nicht. Ich Schwachsinn, ich kann da bin's nichts nicht. voten. Ja, fick dich. Oha. Jo. Drei Condens haben sie Viel angenommen. Spaß. Es Viel war doch jetzt Spaß. überhaupt nicht verdächtig, aber Viel okay. Spaß mit Ja. der verlorenen Runde. Okay. Ja, das war sehr gut, ihn rauszuvoten. Ich bedanke mich dafür. Gute Innozenten hier auf jeden Fall am Start. Finde ich supi. So. Ja, ihm brauche ich eigentlich gar nicht vormachen, dass ich hier arbeite. Okay, cool. Ich habe die Lights Hallo. gefixt und Gut. ich habe Conan, also Conan ist clear, glaube ich, der hat diese Task gemacht an dem Admin-Pult. Und ich glaube, Benny ist es auch nicht. Also ich glaube, es ist ein Nico und Rasierer. Was Also bin ich? ich Nicht Nico? Conan, Nee, ich kann es also. überhaupt Ich kann nicht mir nicht helfen, denken, der hat dass die Nico ganzen schon Tasks wieder gemacht ist. an Außer dem er hat halt Eckartem. die.
Doch, Nico ist es wieder, ich bin's nicht. Und Benny, also Benny kann es ja auch nicht gewesen sein, weil der hat ja reported letzte Runde. Und der ist jetzt auch auf dem Button. Ja, warum hat Benny jetzt überhaupt den Button gedrückt? Das haben wir noch gar nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ja, weil es ist noch zwei Poster da. Weil mir für mich Cerns Theorie in der letzten Runde wirklich sinnvoll war, dass er nach dass er Ingenieur ist, dass er nach Reaktor gewendet ist, um dort dann Task zu machen. Ja, aber Benny, was mich gestört hat, ich habe ihn nicht im Labor gesehen. Und ich habe im Labor den Kristall gemacht und da habe ich ihn nicht gesehen. Das ist halt das, was mich wundert oder was mich stört an der Geschichte von Xehan. Aber vielleicht haben wir uns da einfach nur doof missgangen. Hast du ihn wahrscheinlich übersehen. Ja. Aber nee, das war ja leider. Du bist der Poster. Irgendwie Nico redet normaler als sonst, weil wenn er Imposter ist, ist er. Oh, nee. Du hast mich vorhin auch schon für nicht Imposter gehalten und das anhand meiner Stimmart oder so festgemacht. Das ist also entweder Rasierer und Conan oder Rasierer und Nico. Ich kann mich halt auch nicht groß verteidigen, weil ich einfach nichts gemacht habe. Also ich war jetzt gerade im Balcony. Ich bin in der Runde auch zwingsekommen, also. Ich würde nicht Rasierer ausrufen. Man kommt auch noch nicht so wirklich zu irgendwas. Man sieht es an den Tasks, wir haben noch fast nichts geschafft. Ja, genau. Rasierer. Wir haben nichts. Ich wollte jetzt nicht Rasierer. Doch. Nein. Wir haben noch zwei Imposter. Ich würde Rasierer nicht voten. Für mich ist das safe. Ich vote jetzt Conan. Für mich ist es nicht Rasierer, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung. Ich vote niemanden. Mich ist auch nicht Benny. Punkt. Geil. Ich würde Rasierer nicht rausvoten. Ich hätte ihn jetzt kicken können. Ich habe nicht damit gerechnet, dass noch jemand ihn votet. Aber das kriegen wir auch so hin. Das muss nicht sein. Wir müssen hier nicht übertreiben. Oxygen, okay. Ach nee, da muss man ja den anderen Scheiße. Da muss man ja den anderen machen. Das ist aber gut, wenn die da hochlaufen. Das ist aber voll gut, wenn die da hochlaufen. Das ist da außen. Oh, obwohl ich im Poste bin, mache ich es gerade völlig falsch. Aber das macht gar nichts. Nice. Scheiße. Ach, doch, ist es Conan. Okay, Conan war es doch gut. Na gut. Hey, Conan. Was? Okay. Ja. Was war das für eine Range? Conan, danke, du hast mir ein Achievement beschert. Scheinbar gibt es ein Achievement dafür, auf dem Scanner gekillt zu werden. Ich habe auch ein Achievement bekommen, abgeriegelt, aber ich weiß nicht wofür. Ich hätte ernsthaft geschrien, wenn Conan es nicht gewesen wäre, also okay. Ich dachte mir schon, dass es Conan ist, weil Rasierer kann es nicht sein, da wir in der ersten Runde zusammen waren, im Dekontimationsraum und Zanzian gesagt hat, dass er bei Lavor ist, halt, weil er gewendet ist als Ingenieur. Aber. Ja. Tobi, also Rasierer und ich waren halt die ganze Zeit zusammen. Wer hat gerade die ganze Zeit behauptet, dass er mich nicht im Labor gesehen hätte? Ich stand literally mitten im Raum die halbe Runde. Ernsthaft? Rasierer. Ja. Ich habe zuletzt den Kristall gemacht und ich habe da niemanden gesehen. Ich habe locker 20. Nee, das liegt daran, dass Licht aus war. Ich habe locker 20 oder 25 Sekunden. Ich habe 20 oder 25 Sekunden am Ende der Runde den Kristall gemacht im Labor. Ja, aber ich auch. Aber es war schon Cern, also, es war Licht aus. Aber. Ja, das habe ich nicht gemerkt, weil ich am scheiß Kristall stand. Ich halt auch nicht, ne? Meine Jesus Christ. Aber ich mal einen Vorschlag, sollen wir gleich mal die Map wechseln? Wenn es jetzt so einfach geht. Von mir aus. Wie ihr wollt. Ich kann es nicht entscheiden. Ich habe gerade genug von Mira. Ich werde immer gekillt, bevor ich das Doorlog lesen kann. Das macht keinen Spaß. Glaube ich. Ja, wir können wechseln, mir ist egal. Wollen wir jetzt wechseln, oder? Sollen wir Airship mal nehmen? Also mit acht Leuten macht das Airship Sinn, ja. Jo. Ja. Dann. Warte, ich habe gerade nicht zugehört. Was soll ich was ändern? Airship. Eine Einstellung. Ja, neue Karte. Okay, das kann ich jetzt hier Airship. Ja, hast du gemacht. Ja. Hier ich um links. Okay. Sehr cool. So, ja. So, lassen oder irgendwas noch ändern. Du musst überhaupt nicht gemerkt. Go. Okay, cool. Dann starten wir. Good luck. Ich hab mir jetzt ein geiles Marmeladenbrot gemacht. Alle, die das geil finden, Daumen hoch. Schmeckt. So, ich und Rasierer jetzt. Ich ist ein Marmeladenbrot. Mein iPad hat nur noch 7%. Ich bin kurz auf K. So, was sind wir? Okay. Mach das.
Jetzt war ich auch ganz schön oft Imposter mal wieder, ne? Muss man schon sagen. So, oh, guter Start. Guter Start. Gleich ganz viele Aufgaben hier. Ja, guter Start. Okay. Aber ich muss jetzt erst Aufgaben. Bevor ich jetzt schütze, muss ich Aufgaben machen. Ist zwar blöd, aber was soll ich tun? Das war jetzt Robchu, ne? Aber Rasierer ist direkt hinterher und hat gewendet. Oder bin ich jetzt dumm? Rasierer ist doch direkt hinterher und hat gewendet. Sind die da wirklich gleich zu zweit am Start gewesen? Wahrscheinlich. Es wird irgendwie so. Da hinten ist Rasierer gerade hochgewendet. Der ist gerade hier irgendwo. Jetzt läuft er da lang. Scheiße. Fuck, ich war zu... Nein! Ich hätte ihn... Ah, Mist! Ich hätte ihn beschützen können. Mist! Darf jetzt nicht zu schnell gehen hier. Mann, ich hätte ihn beschützen können. Ich habe ihn ja noch gerade noch gesehen. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt für eine... Wie schnell ging das denn? Alter, das ist die beste Imposter-Runde ever. Egal, Robby. Sehr gut. Das war literally ein Serienkiller, aber richtig hart, ey. Ich sterbe den Cooldown, was du den Kill-Cooldown. Und ich habe mich echt geärgert, dass ich dich nicht retten konnte, Reggie. Können wir beim Airship die Tasks ein bisschen reduzieren, weil das dauert ja ewig dann. Gerne eine. Ja, und gerne eine lange. Wegnehmen, ja. Den Cooldown etwas erhöhen. Also ich hatte eine lange. Ich hatte schon die Hälfte der Tasks durch, aber trotzdem, das war. Ich hatte einfach einen Task. Nee. Ja, okay, gut. Ich hatte keine Tasks. Ich hab's gar nicht gebraucht. Ich mach nur ein Long Task und vier Short oder so. Ich hab einen gesehen. Der killt. Nächsten gesehen. Mach einfach mal einen Long Task weg, das passt dann, glaube ich. Oder ja, und Kill Cooldown. Wie viel wollen wir? 35? Auf jeden Fall mindestens 5 mehr als eben. Ja. Copy Text. Ja. Oder egal. Also, welche Imposter-Runde finde ich gut? Ja, das ist halt jetzt das Ding bei Airship, da das war krass, findet halt auch das keiner ging. So schnell die Leichen, ja. Weil die Map so groß ist. Das war mega nice, danke. Ich hätte Reggie noch retten können als Engel, ich hab das versaut. Ich war gerade Reggie am Suchen, ehrlich gesagt, weil ich wusste, wo der ungefähr liegen muss, weil ich wusste, dass er zum Download oder zum Upload gegangen war, aber auf dem Weg hat Rasierer mich gekillt. Ich lag in Records, aber ich hatte keinen Upload. Ein dossierter Imposter-Runde so schnell gehen. So. Warum standest du denn im Download-Terminal am Anfang oder habe ich dich verwechselt? Der muss mich verwechselt haben. Oder es war Reggie haben wir doch ganz Dings gekillt, oder? Also dann die. Reggie hat den Archiv gekillt. Ja, ich war in Records. Und sonst war Archiv, ja. Okay, ja, dann habe ich dich. Sonst war ich die ganze Zeit in Showers. Ich war die ganze Zeit in Showers und in Records. Ja, da habe ich dich mit irgendwie verwechselt. Ich habe immer noch diese Tresoraufgabe nicht verstanden. Also. Gut. Du musst einfach das machen, was da drauf steht. Gut, das werde ich nächstes Mal versuchen. Also gut, kann man. Wenn ich nicht davor getötet werde. Ja, let's go. Ja, los. Go. Ja, komm. Los. Go. Los. Los. So. So. Dann geht die Aufnahme weiter. Trator. So, dann läuft die. Oh Gott, der Quatsch. Aber wir fangen erstmal mit dem Müll hier unten an. Ne, das ist gar nicht der Müll. Was ist denn das? Ach, das ist... Ah, ja. Natürlich. Der Upload-Download-Spaß. Dann hoffe ich nur, ich darf gleich hier auf den Balkon raus. Ja, sehr gut. Toll.
Was war das? What? Ach Gottchen. Ein kleiner Self-Report oder was? Nee. Benny liegt am Eingang von Electrical. Ich habe gerade die Tür aufgemacht, die war zu und dann lag er da dahinter. Und zwar, ich wenn man von Medical kommt. Ah, ist sehr schön. Ach, Electrical ist dieser Riesenkomplex. Also ich bin gerade aus Main Hall runter in Electrical gekommen und in die obere rechte Ecke, um da einen Task zu machen, und da kam mir Xehan von rechts da entgegen. Also er kam auf jeden Fall aus der Richtung. Genau, weil ich gerade die Stromleitung aktiviert habe zum Cockpit. Wo soll er gelegen haben? Er liegt am Eingang von Electrical, wenn man. Seine Eier oder was? Am Eingang von Electrical, wenn man von Medical reinkommt. Und ich meine noch davor. Ich meine noch davor, eine dunkle Person hinter der anderen Tür gesehen zu haben, aber sicher bin ich mir nicht. Also ich bin... Ich bin von der Laderampe gekommen, ich bin zur Elektriker rein, hab die Stromumleitung gemacht und bin dann literally direkt nach links gegangen. Also Conan, wann hast du diese dunkle Person gesehen? Muss hinter mir gewesen sein. Wann hast du diese dunkle Person gesehen? Ja, kurz bevor ich die Tür aufgemacht habe und dann lag da plötzlich gelb. Und das kann eigentlich nicht gelb gewesen sein, den ich da gesehen habe. Da war ich doch schon weg. Conan, ich bin Scientist, ich weiß, wann das ungefähr gewesen ist. Ja, kurz vor dem Report. Also das war ja keine... Die Tür war zu, ich habe auf Use geklickt. Die nächste Person ist Robbio. Wie gesagt, ich schwöre... Conan war bei mir, Robbio war bei mir. Robbio war es auf jeden Fall nicht. Okay, aber dann... Wie gesagt, kann auch sein, dass ich einfach gelb gesehen habe und das als dunkel wahrgenommen habe. Was diesen Kill angeht, bin ich unschuldig. Robbio kann ich klären für den Kill. Ja, habe ich verstanden. Es redet alles hintereinander hier. Blau. Warum kannst du Robchuk klären, nur kurz an der Stelle? Weil er bei mir war. Lass mich doch mal ausreden, ey. Okay. Ich bin Scientist, das war ungefähr 10 Sekunden vor dem Report war der Kill, denke ich mal. Hm. Und Robby war die ganze Zeit über bei mir, während der Kill passiert ist. Ja. Okay, nice. Okay. Ja. Ich glaube, Xehan, weil er mir ständig reinredet. 4, 3. Hä? Nice. Ich rede ständig rein, hä? Ich rede ständig rein? Xehan ist clear, Leute. Xehan ist clear. Ich frag mich hier gerade, ob sich da nicht die Imposter gerade gegenseitig klären. Xehan ist clear. Es hat schon so irgendwie Vibes, ne? Es hat schon so komische Vibes. Ich glaube aber auch, auf dem Airship brauchen wir wirklich mehr Cooldown. Hier gehen die Kills schnell und es dauert lange, bis sie entdeckt werden. So. Jetzt muss ich diese ganze Scheiße da bei den Showers wieder aufsammeln. Oh, come on. Scheiße. Ich wollte gerade zum Report-Button, weil ich gesehen habe, dass gerade 20 Leute gestorben sind. Ja, sie gleichzeitig. Jetzt wird schwierig. Ricardo. Richtiger Doppelkill? Kann maximal 3 Sekunden her sein. Ricardo. Ja? Okay. Was? Was? Ricardo hat ihren Rückgrat gekillt. Ich bin direkt zurückgelaufen, als ich in der Lounge war und das Ding gekillt. Es ist okay. Ricardo. Ich hab Ricardo. Oder eine Person, die sich als Ricardo ausgibt und Shapeshifter ist. Aber ich gehe jetzt einfach auf Ricardo. Hab ich auch. Wir müssen auch auf jeden Fall warten. War in der Bibliothek und... Ricardo ist auf jeden Fall für mich... Das Problem ist, wir haben noch 2 Imposter unter uns. Das Problem ist, dass du durch deine Schnauze hältst! So. Ich glaube, Conan ist der andere. Ja, das kann ich jetzt nicht unterschreiben. Ich habe gesehen, wie eine Person, deren Anzeigename Stevie ist, eine andere Person namens Rasierer dem Erdboden gleich macht. Wäre das wirklich ein Shapeshifter, hätte er sich direkt verteidigt. Ja. Okay. Ja, Ricardo, aber was sagst du denn dazu? Ich will jetzt erst, dass Conan jetzt sagt, Ricardo war die Runde davor schon verdächtig, aber was weiß ich schon von diesem Spiel. Ich renne gleich zu Ricardo. Ricardo ist eigentlich auch dunkel, der könnte es tatsächlich nicht gewesen sein. Oha! Ricardo, ich finde aber was ein ehrenwert, dass du dich selber gewotet hast. Was ein Vote. Okay.
Ach ja, muten, stimmt. So, ich hätte woanders starten sollen, aber es war dumm. Ist egal. Passt schon. Okay, was ist denn das jetzt? Ach, das ist das da oben in dem Gang, ne? Aber wieso sehe ich jetzt nicht die Zeit? Ach, da jetzt sehe ich die Zeit. 69, 17. Es ist genug Zeit. Ich sammle jetzt erstmal ein. So schnell crashen wir nicht. So schnell crashen wir nicht. Alles gut. Alles easy. So schnell crashen wir nicht. Ich glaube da fest dran. Was ist denn hier los? Jetzt. Aber die anderen machen auch nichts. Okay, wir haben es geschafft. Seht ihr, alles easy. Oh je. Echt nicht gut hier gerade, glaube ich. Oh nee, das ist wieder die Kacke. Wo muss ich jetzt hin? Okay, das ist dort. Das ist zum Glück gleich oben. Das ist zum Glück gleich hier oben. Dann haben wir jetzt doch den richtigen rausgevotet, weil sonst wären wir jetzt fertig. Also ist jetzt noch ein Imposter übrig. Der versucht gerade Dinge zu tun. Ich weiß, dass ich hier rein muss. Das habe ich gesehen. Muss ich nicht. Was dann hier? Oh nee! Die scheiß Becken. Das dauert wieder eine Minute jetzt. Oh nein, und ich muss auch noch ganz nach oben. Das ist doch alles scheiße. Okay, da liegt gerade zufällig zum Glück niemand. Puh, ey, es ist echt schwer, ne? Sind die Fotos durch? Nee, ja. Da ist Reggie. Dass der noch am Leben ist. Dann muss ich jetzt hochgehen, es hilft nichts. Sollte ich den Knopf drücken? Dass wir raus... Aber wen voten wir raus? Das ist ja die Frage. Ich weiß nicht, wen wir rausvoten sollen. Gott, ey. So viele Tasks! Nee, passt schon. Jetzt habe ich nur noch einen Task. Leck mich doch fett. Okay, Reggie drückt. Auch in Ordnung. Ja, wir müssen voten. Also, ja. Conan war oben, aber er hat den Knopf nicht gedrückt. Das ist ziemlich sus, finde ich. Ich glaube, er hat auf seinen Kill-Cooldown gewartet, dass er mich killen kann. Nein, um Gottes Willen, du denkst in die falsche Richtung. Wenn du mich verdächtigst, klingt es für mich danach, dass du wirklich nicht Imposter bist, dann ist es Xehan. Ich habe eben schon gedacht, dass du es bist, Conan. Ich bin's nicht, ich hätte dich sonst gerade killen können. Ich bin doch im Archiv an dir vorbeigelaufen. Ja, du hast wahrscheinlich gerade Rob hier gekillt, deswegen war dein Cooldown. Aber ich lasse dich mal ausreden. Hab ich nicht. Warum warst du denn oben? Hast du da eine Task gehabt? Ich habe da zwei Tasks gehabt, richtig. Und zwar? Einmal Wires war das. Das ist in der gleich oben in der Ecke von Meeting Room. Und das andere... ich habe es gerade erst gemacht. Lass mich nachdenken. Reggie, ganz kurz. Mhm. Ich habe eine Frage. Als wir uns gesehen haben zwischen dem Raum mit dem Diamanten und dem Gap Room, also dem mit dem, sag mal schnell, hier mit der Plattform, erinnerst du dich daran? Weißt du noch, wo du danach hingegangen bist? Weil ich hatte dich nämlich gesucht. Ich bin über Gap Room gegangen, weil ich da noch eine Task hatte. Ah, okay. Weil ich dachte nämlich, du wärst hochgegangen und du warst dann plötzlich weg, aber... Nein, ich bin dann quasi nochmal komplett rundherum, weil da war Communication aus, dann konnte ich nicht sehen, was da passiert ist. Als es dann wieder repariert wurde, konnte ich sehen, dass Robbio tot war, dann bin ich direkt zum Button gegangen. Also clearen kann ich mich nicht, ich habe nur am Ende Communications ausgemacht und zuletzt hatte ich, glaube ich, Reggie gesehen gehabt, das war aber auch schon wieder eine kaum 45 Sekunden her oder so. Ich meine, ich weiß, dass ich es nicht bin, Reggie wirkt auf mich nicht sass, ich wollte dich. Das ist halt für mich auch das Problem, weil Reggie wirkt auf mich halt auch nicht sass, weil ich mit dem halt, am längsten wenn dann hat, sonst hat Reggie jetzt gut gespielt. Wenn es Reggie ist, dann hat er uns jetzt gut gegeneinander ausgespielt.
Also ich habe Conan, hab Conan halt die ganze Runde nicht gesehen. Also theoretisch, Reggie, kannst du deine Maske jetzt fallen lassen, falls du es bist, weil ich habe schon Xehan gewotet. Das ist aber der einzige Anhaltspunkt, den ich gerade hatte. Ja, scheiß drauf, ich vote Conan. Ach, Mann, ey. Ach, warum müsst ihr es mir so schwer machen? Scheiße. Wenn du es wirklich nicht bist, musst du Xehan voten. Also du kannst, ja gut, du kannst mir vertrauen, ist natürlich, ja, das würde in dem Post sorry, aussagen. Conan, du hast dich eben so sass verhalten. Ja, dann war's falsch. Okay, ist in Ordnung, aber dann... Geil. Dann schaffe ich es halt nicht, als Innozent mich innozent zu verhalten. Das ist okay. Respekt an den Imposter. Okay. Respekt an dich, Xehan. Ich war mir unsicher. Ich bin noch eine Minute. Ich bin eine Minute mit ohne Killcooldown. Also ich hatte kein Killcooldown mehr. Ich bin eine Minute locker nur über die Map gerannt, um Nico zu finden. Ja. Xehan war am Anfang ein bisschen sauer. Warum killst du mich? Xehan war da am Anfang ein bisschen sass, finde ich, aber dann Conan hat halt war sass und dann nochmal sass und dann nochmal sass. Warum killst du denn mich? Weil du der Erste war, den ich gesehen habe. Vor allem, warte mal, das heißt am Anfang in der ersten Runde der Kill, das warst du wirklich Xehan, oder? Ja, sicher. Und was hat Conan dann für eine dunkle Gestalt gesehen? Ihr müsst mal auf mein Video gucken, ob die Person dunkel aussieht. Es kann halt sein, dass wenn der Tür dahinter ist, dass die alle dunkel aussehen. Ich wollte nämlich eigentlich rechts raus. Ja, aber du bist doch schon 15 Sekunden bevor der Report war, da schon weggelaufen. Ja, also Xehan ist eine total dunkle Farbe. Also Conan muss ewig... Conan, du bist übrigens gemutet, falls du gerade reden willst. Ach so. Conan muss ewig an der Tür gestanden haben, weil das war tatsächlich so. Also ich habe den gekillt und habe schon jemanden an der Tür gesehen und bin dann schnell nach links weggegangen und dann ungefähr eine Viertelminute später kam der Report. Ja, klasse. Das hat noch keine 15 Sekunden gedauert. Also das muss man sich auf dem Video anschauen. Aber ich habe gesehen, wie Xehan weggelaufen ist und dann noch so 15 Sekunden vergangen sind, bis du reportet hast. Das war halt mein Glück. Das war mein Glück. Wäre das schneller gegangen, dann hättet ihr mich rausgevotet, weil ich war es nämlich. Ich hatte nur gehofft, dass man die Leiche nicht findet, weil ich den halt unten rechts in der Ecke gekillt habe, aber... Und dann habe ich dich noch gecleared, weil ich dachte, naja, dann kann es ja nicht gewesen sein. In der zweiten Runde warst du nämlich sass auf mich und dann musste ich dich schnell killen. Ich möchte kurz ein Friedensangebot machen. Sehr war in der ersten Runde sass auf mich. Ich möchte folgende Sache durchsetzen, und zwar, wenn ich Imposter bin oder Xehan Imposter ist, möchte ich, dass wir uns darauf einigen, dass weder ich Xehan noch dass Xehan mich killt. Ist das ein Deal? Es sei denn, so lange zu warten, bis die jeweils andere der Letzte ist. Mache keine dreckigen Geschäfte. Das ist kein dreckiges Geschäft. Pass auf, ich werde einfach als Imposter. Ne? Ich werde als Imposter ab sofort Xehan als Letzten killen. So. Ich bin dafür, dass wir einfach, egal wer Imposter ist, einfach niemanden killen, einfach der Message wegen, ja, weil Leute töten ist nicht in Ordnung. Oh, ich vote jetzt Nico nächstes Mal, weil er so richtige Scheiße labert. So, nächste Runde, go! Nächste Runde. Deswegen hat Nico ich mach Start. Wenn Nico als erstes stirbt, bin ich Imposter. So. Ich war sehr lange nicht mal Imposter, würde ich mal gemerkt haben. Mobju, wenn wir jetzt Imposter sind, killen wir Nico, okay? Ich glaube, ich habe 10 Runden und keine Imposter mehr. Gemeinsam. Aber wieder Zeit. Wir werden ihn vernichten. Nee. Ich und Ricardo jetzt, komm. Okay. Mal wieder Crewmate. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal, mich nicht sass zu verhalten. Kreis, Viereck, Dreieck, Viereck. Kreis, Viereck, Dreieck, Viereck. Wie kommt man da am schnellsten? Ey, komplett außenrum. So nervig. Okay, machen wir erstmal das. Ich merke mir den Code. Okay, ich merke mir den Code nicht. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab gesehen, der ist Todrasierer und ich wollte versuchen herauszufinden, wer ihn gekillt hat, aber ich hab niemanden oben gesehen. Ich dachte schon, weil du hast nicht reportet, aber ja, das war für mich schon sehr sass jetzt, weil da liegt die Leiche und du gehst einfach weiter. So. Ja, also, da war halt das für mich jetzt. Mann, und ich hab halt leider nicht genau darauf geachtet, was die Farbe denn, war von dem, der denn, auch noch da war. Das ist ein Elektrikelgrad. Deswegen habe ich versucht, dem Schuldigen nachzulaufen. Ich habe niemanden mehr gesehen. Jungs, wo war das?
In Electrical. Electrical. Wir waren oben bei dem Kasten da rechts und dann sind wir runtergegangen. Richtung, also wir wollten Richtung Ding rauf. Oder ich wollte Richtung Hauptflur rauf und dann kam, dann wurde er gekillt. Also der Hauptflur hat nicht reportet und ist gleich weitergegangen. Er muss oben über die Leiter abgehauen sein. Richtig. Ich kann euch sagen, Rasierer war es nicht. So, Rasierer hat Scheiße, ich stand eben oben an der Leiter, da ist mir noch irgendwer entgegengekommen, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Also ich glaube nicht, dass es Conan ist, weil der war am Ende bei mir beim Records. Oh, wer ist denn da noch lange gelaufen? Scheiße! Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Nico, wo warst du? Entgegengekommen. Okay, Xean, also, pass auf. Ich bin nach links gelaufen, Xean, von der Main Hall aus. Und pass auf, Xean. Ich wurde dich und du wurdest mich. So. Also, wenn Conan es geschafft hat, von der Lehrstufe bis zum Records zu kommen in der Zeit, dann würde ich das überraschen. Nee, ich bin auch gar nicht den Weg gelaufen. Ich habe an Cargo Bay habe ich gestartet, dann bin ich auf den Balkon. Ich komme aber auch nicht mehr drauf, wer das war. Das kann man Balkon nennen. Ich weiß, wir waren hier am Anfang. Dieser getrennte Raum und dann bin ich hoch zu Records. Ich habe nicht erwartet, dass so schnell jemand stirbt, ey. Fuck my life. Ups, was krieg ich denn hier? Ich weiß, wir waren zu viert am Anfang und dann bin ich als erster in die Main Hall gegangen und dann kam noch irgendwer hinter mir die Leiter hoch. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Oh, das ist so ärgerlich dämlich, dass ich das nicht mehr weiß, ey. Ja, same. Oh, Mann. Ich glaube, es war Nico. Hey, wieso? Ricardo hat die Fresse. Ich war doch überhaupt nicht in Electrical. Nico ist clear. Safe, Nico. Für den Kill würde ich Conan auch ausschließen. Oh Gott, ist das schlecht von mir. Keine Angst, das Wort ist geskippt. Ja, aber es ist trotzdem dumm, dass ich das nicht mehr. Okay, wo starten wir? Wir starten hier, damit wir schnell den Code eingeben können, sonst vergesse ich den wieder. Also. Nein, es war doch schon richtig. Kreis, Viereck, Dreieck, Viereck. Jetzt muss ich mir nichts mehr merken. Ist doch schon mal was. So. Dann sortieren wir hier mal fleißig alles ein. Ah, da muss. Okay, geht von hinten auch. Sehr gut. Das ist sehr praktisch. Ergibt auch Sinn, weil es natürlich nach beiden Seiten eigentlich offen ist, das Regal, ne? So, Ablage fertig. Okay, gehen wir gleich ganz nach oben. Wobei, ich habe ein bisschen Bedenken. Ach, scheiße. Ja, dann fixe ich halt hier schnell. Okay, dann fixe ich halt nicht. Jetzt komme ich nicht rüber. Ach, Airship, warum bist du so? Ich wollte gerade nur sagen, ich habe ein bisschen Bedenken, dass ich eventuell irgendeinen Wires dann bis nach oben verfrachte und dann nochmal hochrennen darf. Vielleicht machen wir erstmal die unteren Sachen und warten, bis alles oben noch ist. Ja, weil jetzt kommen nämlich die dreimal... Das kann nicht wahr sein, ey. Scheiße. Oh nein, sogar zwei? Nico ist einer. Der hat vor meinen Augen Stevie gekillt. Nein, ich wollte auch gerade reporten. Ich kam gerade unten aus Richtung Security. Ich wollte kurz schauen, ob da noch jemand war, dass ich noch sehe, ob da noch jemand gekillt hat. Okay, sag mal, ich wollte den. Halt du alle eure Scheiße in der Fresse, okay, danke. So, Rasierer, du weißt, wir beide sind wahrscheinlich innocent, leider müssen wir auch voten. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich leider auch nicht. Ich hab keinen gesehen, außer jetzt dich da am Ende bei der Treppe und. Ja, und oben, da wo du herkamst, war auch keiner tot, also ich glaube, du bist safe. Also wie gesagt, ich hab den Kill gesehen, also. Nein, ich war bei dem Buddy, aber ich habe ihn nicht gekillt. Ich bin gerade selber erst dazugekommen von unten. Aus ja, ich habe Security. Ich habe den Unfall gesehen. Wo ist die Leiche? Zwischen Security und Electrical. Ich habe den noch umfallen sehen und da stand Nico halt daneben. Na, gut, wenn du es so sagst. Ich kann nur sagen, es war nicht so, aber ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht. Wenn das irgendein weirder Spielfehler ist, dass der neben dir umgefallen ist und du es nicht warst, dann ist das halt so. Der ist nicht neben mir umgefallen, dann musst du es sein. Ich nehme alles zurück. Das ist meine schlechteste Runde bisher. Ich sage, es ist Xean, dann. Im ersten Durchgang sehe ich nicht, wer die letzte Person ist, die den killt.
jetzt bin ich genauso aufgeschmissen, ey. Oh. Was ist eigentlich mit dir? Hast du auch irgendwas zu sagen? Oder wen hast du gewotet? Oder nimmst du auch noch teil? Hast du mich gerade gemeint? Ja. Ich bin mir sehr unschlüssig. Weil du wirkst so still und... Ja, und weil ich mir absolut unschlüssig bin. Aber ich hab jetzt... Das ist jetzt aber mal, auch Nico, oder? Das ergibt zwar überhaupt keinen Sinn, Conan, aber... Ich bin jetzt mal deiner Argumentation gefolgt. Oh, scheiße! Krieg dich doch nicht so auf. Doch! Das machen wir jetzt schnell, 90... Votet mal bitte Nico, ich geh auf C9, oder? Oder soll ich auf Nico? Der Punkt ist... Scheiße, ey. Ach, Gott sei Dank, Alter! Wenn es jetzt nicht Nico war, haben wir sowieso verloren, weil da noch zwei übrig sind. Hilfe, Alter, das war schon wieder viel zu knapp. Okay, wir haben nicht verloren. So, das heißt, es sind noch zwei übrig. Irgendwie ist Swap schon ein bisschen arg aufgedreht, ein bisschen arg sassy, ich weiß nicht. Meint er das gerade, was er sagt, wirklich so? Oder es wirkt sehr weird, muss ich schon sagen. Es wirkt schon sehr, sehr merkwürdig. Bin mir da sehr unschlüssig, was da jetzt passiert. Also sowohl Rasierer als auch Sehan hätten Gelegenheit gehabt, mich zu killen. Die haben die nicht genutzt. Sollte ich jetzt Robchu irgendwann tun? Ja, da muss ich auch hin, das ist schlecht. Aber ich meine, Rasierer könnte auch gerade einen Cooldown gehabt haben und von... Oh, und dann liegt dann irgendwo Sehan rum. Das war ganz... Das wär katastrophal. Das wäre katastrophal. Weil dann sollten wir jetzt nicht hier... Dann sollte ich lieber Xehan suchen. Beziehungsweise eben seine Leiche. Nein, Xehan lebt auch noch. Scheiße. Nein, ich komm nicht rüber. Ich hasse alles. Kann nichts tun. Ich komm nicht rüber. Rasierer hat vor meinen Augen Xehan gekillt. Wo ist er? Wo ist er? Wo? Wo? Nein. Archiv. Conan hat vor meinen Augen gerade Xehan gekillt. Nix gibt's. Natürlich gibt's es. Hallo. Nix gibt's. Doch, gibt's. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich war gerade die ganze Zeit bei den scheiß Kameras. Dann gehe ich weg und eine Taste. Aber Robby, du konntest mich zweimal klären. Ist doch jetzt eindeutig, Robby. Du konntest mich zweimal klären. Wir konnten uns beide gegenseitig klären. Ich habe auch jetzt vorhin gedacht, der Rasierer hat mich gerade killen können. Er hat es nicht gemacht. Den könnte ich theoretisch jetzt erstmal nicht mehr verdächtigen. Und dann killst du halt vor meinen Augen. Ich konnte dich nicht killen, weil ich nicht Imposter bin. Hast du gut gemacht. Ich muss kurz. Aber leider habe ich es jetzt halt gesehen, weil ich zurück musste, weil ich nicht über die Plattform fahren konnte. Okay, ja, Quatsch, ich bin von unten gekommen und du hast gerade den Archiv Xehanort gekillt. Da rechts oben an dem. Wieso sagst du es dann nicht sofort? Da stirbt einer. Rasierer sieht das. Wieso reportest du denn dann nicht sofort, wenn ich kille? Und wartet, bis ich nach oben gehe. Ja, weil du vor mir warst. Weil du ihn ja gerade gekillt hast. Du hast mich kommen sehen und dann direkt reportet. Xehanort kurz, sonst sehe ich keinen. Dann sehe ich ihn in den Kameras, dann rechts die Aufgabe und dann ist er tot. Und ich habe sonst keinen von euch beiden gesehen. Oh, das ist doch alles scheiße. Ey, das wird mich jetzt... Das Ding ist, ich werde mich eventuell gleich in den Arsch beißen, wenn ich irgendein Detail, was mega offensichtlich ist, gerade nicht in... Robcho, du hast jetzt die Möglichkeit, deine für dich bisher schlechteste Runde zu der besten Runde zu machen, indem du dich richtig entscheidest und Rasierer notest. Ah, das ist dann, wem du mir glaubst, komm. Also ja, das Problem ist halt, in der ersten Runde ist nur einer gestorben und Rasierer war halt einfach nur... Zuschauer. Ja, aber da war es halt Nico, den wir zu Recht rausgevotet haben, offenbar. Den wir zu Recht rausgevotet haben, ja. Wie waren denn die Votes? Haben alle Nico gewotet? Ja, aber es war doch erst in der zweiten Runde, wo wir Nico rausgevotet haben, genau, oder? In der zweiten Runde war Nico safe. Und in der zweiten sind zwei gestorben. War der Vote zu Nico eindeutig oder gab es eine Stimme, die anders... Der war eindeutig, ja. Das weiß ich nicht mehr so genau. Doch, doch. Robcho, du musst jetzt voten.
3, 2, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, das war falsch, aber ist okay. Ja. Glückwunsch, Rasierer. Ey, Robby, das war ja so eine hirntote Runde von dir, ey. Robby, du weißt etwas lost. Ja. Sorry, Nico, ich hab nix geschießen gekriegt. Ey, Robby, ich bin mit Nico unterwegs. Du siehst uns. 3 Sekunden später killt er mich. Aber das geht überhaupt nicht auf. Wait, ich dachte, es wäre Robby, weil ich hab Robby wandeln gesehen. Into Nico. Nee, Robby, das klang alles plausibel von Robby. Also, ich hab ihm von Anfang an geglaubt, dass er innocent war. Bevor Nico mich getötet hat, war er Robby. Er klang nicht so, als würde er lügen. Genau, deswegen musste ich ihn gleich noch töten, das... Ja. Übrigens, danke, dass ich wieder der Erste war. Es war natürlich am Ende unlucky, dass da Aussage gegen Aussage stand und Robby nichts dazu sagen konnte, aber naja, ja. So ist das halt manchmal. Ja, aber das war witzig, der Kill, weil ich hatte keine andere Wahl, weil er wusste, dass ich Imposter bin, denn, ja, RIP, ne? Ja. Ich glaube, Robby ist jetzt einfach gestorben. Ich habe halt Glück gehabt, weil ich habe mich extra da so ein bisschen aufgehalten. Ich habe ihm die Gelegenheit gegeben, seine beste Runde draus zu machen, er wollte nicht. Wenn ich jetzt gekillt werde, dann sieht das jetzt ein bisschen mal. Tut mir leid, Robby. Verzeih mir bitte. Mann, ey, das ist so doof. Natürlich, das Ding ist halt... Keiner vertraut mir, alle voten mich in der letzten Runde. Nur 50-50, wegen dem Rasierding in der ersten Runde. Und deswegen, ich konnte halt eigentlich, da wäre ein Münzwurf genauso sinnvoll gewesen. Ich hatte halt einfach nicht genug Informationen. Ja, kenne ich aber sowas. Ich meine eigentlich, man kann nichts falsch machen. Das ist meine dunkelste Stunde, ey. Noch eine Runde? Naja, wenn man geht kann noch. Und votet, dann macht man immer was Richtiges. Denk immer daran, Robby. Ey, Conan, das war nichts Persönliches. Soll ich weiß, jetzt noch mal starten oder nicht? Ja. Ja, ja, ja. Starte einfach die Scheiße. Conan, du bist auch gemutet. Ach so? Conan, du bist auch gemutet. Ja, starten. Okay. Ich rede die ganze Zeit, ja, alles klar, sind bei 40 Minuten, geht noch. Ach man, wieso mute ich mich denn seit letzter Zeit nicht mehr vernünftig? So eine Scheiße. Ich hab so viel gesagt, aber es hört in der Aufnahme, was ich gesagt habe. Sorry, alle Fans, ich hab reingeschissen, ey. Respekt an den Imposter. Verdammt, nee, keine Respekt an den scheiß Imposter. Oh no! Mit Robjutsus, oh mein Gott, das wird lustig. Okay. Wir sind einfach an der gleichen Stelle gespawnt. Na super. Oh mein Gott. Okay, ich geh jetzt erstmal mir den Code merken. Ne? Jetzt erstmal mir den scheiß Code merken. So. Da habe ich nämlich zu tun. Gut. Oh mein Gott. Das geht schnell. Scheiße, ich hab boah, gar nicht... ich hasse Elektrik. Kommt zu überhaupt nichts, okay? Denn? Cool. Ich wollte Nico klären und dann ist er tot. Ja gut, das ist doch... Egal. Ich sag mal, das ist auch ein Clear. Okay, entschuldige mal, aber warte, jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Wie lange ging die Runde jetzt? 12 Sekunden? Sehr kurz. 13. Ja. Ich hab... World Record. Literally das Einzige, was ich gemacht habe, ich wollte durch Electrical zum Mainhall, zu meinem Task, zu meinem ersten, und ich habe mich in Electrical verlaufen. Das war meine Runde. Wer ist denn da noch mit mir zusammen jetzt alles in Archiv gespawnt? Es waren 3 Leute, glaube ich. Archiv ist Records, oder? Ja, genau. Ja. Ich bin, genau, pass auf, ich bin in Records gespawnt. Und da musste ich mich erstmal orientieren. Ja. War das Reggie oder waren das Stevie, die noch mit uns? Weil es waren noch eine grüne Person. Ich bin gespawnt, dann bin ich runtergegangen. Ich war die ganze Zeit runtergegangen und dann habe ich hier diese Wire-Task gemacht, wo auch Nico war vorher. Und dann bin ich. Ist jemand bei Records von euch nach links gelaufen zu diesem Teleport-Dingsbums? Robby. Nein, wahrscheinlich nicht, weil ich bin im Brick gespawnt und dann zum Meeting Room, hat da meine Task gemacht, bin runter und ich habe niemanden gesehen. Ich war die ganze Zeit alleine. Und zu meiner Task oben und da war das dieses Ding, was einen nach links schiebt, das war auf der falschen Seite und da musste ich halt umdrehen. Also, und dann kurz danach kam schon der Report. Aber wer war alles in der Nähe? Es ist möglich, dass da jemand drüber gegangen ist, aber das hätte ganz genau getimt. War in der Nähe und wer war noch in der Nähe? Außer Robby. Wo war die Leiche jetzt genau? Ich war links vom Gap Room. Kabin, was? Ich war links vom Gap Room, also ich weiß nicht, was das denn erzählt. Die war Brick, außerhalb der du? Kabine von Electrical. Nee, ich von, war, keine ich Ahnung, bin, irgendeiner okay, Kabine. Ich bin Cargo Bay. Ich bin so perplex davon, dass das so schnell ging. Ich bin im Meeting Room gewesen. Also ich wollte skippen, weil ich glaube, wir haben sonst keine Informationen.
Ach, übrigens, Nico ist der Erste, der gestorben ist, wollte ich nochmal kurz erwähnen. Ja, es hat ihn mal wieder erwischt. Und Nico ist clear. Ja, das ist richtig. Also wurden wir Ricardo oder was? Ich glaube nicht, dass es Conan ist, weil normalerweise, wenn er Imposter ist, dann ist er der Letzte, der votet. Und das war die Wenn Conan Imposter ist, dann bin ich schwanger. Hä? Aber mal gucken. Wann ist es denn soweit? So, wir starten einfach wieder in hier drin. Okay. Ich wollte mir den Code angucken, ne? Habe ich gehört. Kam da leider noch nicht dazu, mir den Code anzugucken. Ist immer ganz ärgerlich, diese Momente, dass man den Code sich nicht angucken kann. So. Dann gucken wir uns doch mal. Ja, okay. Aber ist 1,5 Minuten für diesen Crash? Weiß ich nicht. Versuche lieber zu killen. Aber das kann man ja auch ausnutzen. Fuck, wieso hat denn das jetzt nicht angenommen? Ich hab doch geklickt. Oh, leck mich doch. Hier oben klingt es übrigens immer ganz blöd. Warum ich jetzt hier hochgehe, weiß ich nicht. Scheiß drauf. Es darf jetzt so keiner sehen, dass ich hierher komme. Okay. Oh, zufällig bin ich gerade hier. Kann das fixen? Okay, er fixt das auch gleich. Gut. Muss ich das nicht mehr fixen. An sich muss man hier eigentlich nur Glück haben und jemanden halt gerade finden. Ja, komm, sorry. Oh wow, das war der letzte. Wo kommst du auf einmal her? Scheiße, aus dem Vent kam ich. Scheiße, da ist er schneller geflogen als von draus vom Vent kam ich her. Was war das denn bitte für ein Kill am Anfang, Rob Drew? Ich hab euch beide gesehen, das ging schnell Tüge war schnell weggerannt. Ja. Wie wurde das denn nicht gesehen? Das war der größte Gamble ever. Das war richtig knapp am Ende. Conan. Ich hab dich in den Vent gehen sehen und ich bin ganz schnell zum Cockpit rübergeflogen, weil ich nämlich Schutzengel war. Ah. Und ich war 2 Sekunden von dem Kill entfernt und habe schon R2 gespammt, aber. Nice, die erste Runde war geil. Oh yes, Imposter ist geil. Geil, Conan, gut gemacht. Nice. Ich habe ihn auch gar nicht kommen sehen, also keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er hingewendet, ne? Ich bin hingewendet, also, ja. Rob, du hast dann Nico gekillt, oder? Ja. Ja, direkt relativ früh am Anfang und dann warst du noch halt da und dann bin ich einfach direkt in die andere Richtung abgehauen und du hast es zum Glück nicht gesehen oder wer auch immer da saß, keine Ahnung. Conan, wie lange ist das die Aufnahme? Danach habe ich den Gelben 48 gekillt. Minuten. Benny war das. Ach, da geht doch noch was. Alles klar, los. Oh, das war geil, ey. Nur eine Runde. Ja, wir können gerne nochmal machen. Nochmal? Ja. Okay. Ja. Geil, nur eine einzige Gesprächsrunde und als Imposter ist richtig gönnerhaft. Danke, Conan, für die Mithilfe. Gerne. Danke, wie fandest du den ersten Kill? War stark, ne? Ja, fand ich auch. So. Okay. Genug Imposter für heute gewesen. Oh nee, da bin ich lieber wieder ein Imposter. Oh, diese Scheiße bei Electrical, das ist so eine dumme Aufgabe. Real Talk. Muss ich das nicht? Ah, ich muss die zweite auch noch mitnehmen. Muss ich alle 4 mitnehmen? Ich check das immer nie, aber okay, ich muss alle 4 mitnehmen. Gut. So, weg damit. Nico? Alles klar, Nico. Oha, die haben schon 2... Ja, das wird eine schnelle Runde. Die haben schon 2 gekillt. Ja, das wird eine ganz... Rasierer! Hier runter. Achso, da war Rasierer der andere. Ja, dann...
hat sich das vielleicht erledigt. Dann schauen wir einfach zu, dass wir noch schnell Tasks machen, aber das wird nichts bringen. Vor allem die hier, die dauert halt gefühlt 3 Jahre. Ich muss erstmal die dumme 1 finden. Ich hab doch gerade die 2 noch gesehen. Die 3 habe ich aber noch nicht gesehen. Dann muss die hier drüben sein. Das ist die 5. Ah, ich habe die 3 wohl doch schon gesehen. Okay, immerhin haben sie mich jetzt gefunden. Wie ja, Conan ist tot. Jawohl. Eben noch Freunde, ja, jetzt Feinde. Conan liegt unten im Arsenal. Obvious im Ausgang Richtung Küche. Wo liegt der? Wo liegt der? Im Arsenal, rechts unten beim Ausgang zur Küche. Ich hätte ihn rechts fast übersehen. Bin ich fein, rechts, wenn ich tot bin. Zwischen bin Kitchen ich doch und auf Security? Deiner Seite gewesen. Genau. Nee. Küche und Arsenal, also da, wo die Waffen sind halt. Ach, Armory. Ich dachte, wie es im Englischen heißt. Armory, ja. Genau. Okay, alles klar. Da wollte Colin Burger braten, nur wurde erschossen. Okay. Nee, ich hab grad Burger gebraten, der muss wahrscheinlich, ach, der war gar nicht. Und dann Conan erschossen, alles klar. Nee, ich hab Conan nicht gesehen, ich hab 3 Jahre gebraucht, um den scheiß Burger zu machen, weil ich immer einen neuen gewählt habe und dann nie die richtige Zutat hatte. F an Peru war Benny, ne? Also. Genau. Ja. Okay, 90%, dass Benny safe ist. Also, ich war auch im mal Engine Room und ich meine da Ricardo gesehen zu haben. Mhm. Also das ist ja nicht zu weit, also es könnte das hinhauen. Das ist ja nicht zu weit, ha? Ich hab dich auch, glaube ich, irgendwo gesehen. Also, Dann habe ich die Wires gemacht. Und dann wollte ich gucken, wo du bist und du warst schon weg. Ich war immer noch im Engine Room. Nee, du warst weg. Nee. Oder vielleicht haben wir uns nicht gesehen und vielleicht war das irgendwie so ein Shapeshifter oder so. Okay. Ach. Interessant. Oder? Das heißt, Ricardo und Nico sind's? Also ich war in Electrical zu Anfang und dann noch bei da unter Security bei dem Ding. Ich will jetzt skippen. Also Ricardo und Nico sind's, oder was? Könnte sein. Kommst du da jetzt drauf? Keine Ahnung, muss geraten. Mit Nico hat er ja schon mal recht. Ich könnte ja ein Ja von euch. Warum soll ich sein? Also, das ist nicht böse. Die könnte schon mal recht, die zweiten weiß nicht. Ich dachte erst an Rasierer, aber böse scheinbar ist, nicht. Ist laut meiner naiven Sicht relativ gering. Ich habe ihn wenden sehen, aber da war ich auch für ihn im Bild. Ah, hätte ich doch nicht gewonnen. Die ganze Zeit über hat er mich auch nicht gekillt. Ja, zumindest, es sah zumindest bei mir so aus, als Nico schon mal saß, das ist schon mal gut, aber die brauchen jetzt halt noch 2 Kills und das war's. Das kannst du aber nicht, das weiß ich nicht. Das kann jetzt ganz schnell ganz schief laufen. Diese scheiß Lappen habe ich auch noch. Ich raste aus, ne? So, wo war ich jetzt? Die 4 muss ich als nächstes machen, ne? Die war da unten irgendwo, oder? Ja. Die 5 war hier drüben. Die 6 war hier. Das war die 7. Gott, wie ich diese Aufgabe hasse. Und jetzt die auch noch, die ganzen Tücher. Oh mein Gott. Das Airship hat so komische Aufgaben teilweise. Scheißdreck. Läuft nicht gut. Ach, okay. Nico, hast du es auch gesehen? Nein, warum denn ausgerechnet ihn? Nico, hast du es auch noch gesehen? Ich habe gesehen, dass er da umgefallen ist, ja. Ich bin da gerade hingekommen, aber ich habe noch nicht genau gesehen. Das war im Engine Room und Stevie hat ihn gerade erlegt. Also das war quasi direkt unter mir. Ich war im Engine Room, hatte ich da die Wiring Task. Ich habe einen Burger gemacht. Ja, okay, ja, jetzt bist du es. Ich hab einen Burger in der Küche gemacht. Okay, wir wollen also, Ricardo, alles klar, machen wir einfach. Es könnte ein Shapeshifter sein. Wir nehmen Ricardo, komm nicht. Los. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin von links gekommen, ich habe nur gesehen, dass da einer umgefallen okay, dann ist die tatsächlich so dazwischen. Also Ricardo halt. Also Ricardo und oder Rasierer. Ich verstehe euch beide nicht. Nico, ich hab geredet. Opio, wo warst du? Ich war... Wir müssen sicher gehen, dass kein Shapeshifter war. Ich bin kein Shapeshifter. Warte, wo habe ich denn angefangen zu... Robbie, zu spawnen? Okay. Warte, wo habe ich denn gespawnt? Warte kurz, ich muss kurz überlegen. Das ist schon ja so lange her.
Genau, ich glaube, ich bin im Engine Room gespawnt, dann bin ich nach Armut gegangen. Ich glaube, es ist Rob U. Richtung Kitchen. Okay, es ist Rob U. Um dann unten links die Task zu machen, wo man, glaube ich, das Handy hinlegt für die Empfangs-Dings-Bums-Task, ne? Ist das die? Rob U ist am Überlegen, ich glaube, es ist Rob U. Ja, Ricardo, Ricardo, du musst bedenken, dass ich echt ein schlechtes Gedächtnis habe. Ja, scheiße. Pass auf, Ricardo. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sehe 7 Ausrufezeichen auf meiner Karte, wovon 4 immer ein minimales Stück größer werden in der Animation. Ich bin gerade ein bisschen überlegen, weil ich habe Robio nicht in Armory gesehen und ich war da. Ja, bei mir ist auch alles in den Duschen. Meine Aufgabe. Aber warum sollte er fake auch in der Nähe zu sein? Das frage ich mich auch. Scheiße. Ich hab jetzt Ricardo gefehlt, weil Ricardo. Aber ich habe jetzt keine Aufgaben in der Küche mehr. Ich werde gleich auch im Laderaum spawnen. Also Ricardo ist mehr als das, finde ich. Aber entweder Ricardo oder Robio. Ich habe jetzt Ricardo gewotet. Ich vote. In diese Runde ein. Warum votet jetzt niemand mehr Nico? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Warum votet jetzt niemand mehr Nico? Was ist jetzt passiert? Auf jeden Fall nicht falsch. Weil ich unschuldig bin. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, warum votet niemand mehr Nico? Oh, jetzt geht die Scheiße wieder los hier. Aber das Gute ist, jetzt muss der übrig gebliebene Nico noch 2 Leute killen. Ich meine, ich kann nichts mehr machen, ich kann nur noch Tasks erledigen. Schutzengel bin ich ja nun mal nicht. Gehen wir zu, dass wir den Quatsch hier zu Ende bringen. Zum Glück kann ich als Engel mich überall hin bewegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Da drüben noch. Es wäre eigentlich witzig, wenn die Geister der Imposter noch Stimmt, das hatte ich vorhin vergessen, was ich gemacht habe. Das hätte ich ihm das mal vernünftig sagen können. Ach. Jo, ich habe gesehen, dass Robio tot ist. Deswegen bin ich schnell zum Button gerannt. Nico. Und Rasierer hätte mich gut killen können, als er unter mir in Records, also bei den Showers war. Aber es hätte auch der Cooldown sein können. Deswegen bin ich mir unsicher. Ja, ich war relativ ruhig in diesen ganzen, in der ganzen Runde jetzt. Das stimmt. Aber ich bin es nicht. Ich habe jetzt gerade eben das Licht angemacht. Ich war rechts unten da in diesem, wie heißt das jetzt? Laderaum auf Deutsch. Und ich wollte da hingehen, um den Code mir anzuschauen, um mich dann oben einzugeben. Aber so weit bin ich nicht gekommen. Du hast mich ja unten gesehen, da bei den Duschen, da bin ich dann rechts oben gegangen. Auf jeden Fall, ja, halt ein paar Aufgaben gemacht, ne? Und ja, wenn du gerade den Knopf gedrückt hast, dann kann es doch nur Nico sein. Ne, ich war jetzt gerade unten am Viewing Deck, aber ich habe jetzt diese Runde eigentlich niemanden gesehen. Außer ganz am Anfang bin ich mit irgendjemandem gespawnt. Mit Robcho, den du dann umgebracht hast. Ich mach mal kurz. Nee, ich hätte mich eigentlich auch in Communications Ich weiß nicht, was sie im Chat können. Schreiben, nur falls ja, die... Ja, stimmt, ich war am Anfang in Communications steht, mit jemandem. Vorhin musste ich da aufpassen. Dann, ja. Und dann bin ich von da aus runter zum Viewing Deck gegangen. Ich habe Robcho überhaupt nicht gesehen. Also... Ach, scheiße. Okay, da steht alles. Es ist in Ordnung. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich aber kann man, hätte kann mich man, kann man killen lesen. Können. Fuck. Ja. Ich weiß bei euch beiden jetzt aber auch überhaupt nicht, weil... Naja, ich meine, wenn Reggie der Imposter wäre, dann hätte er ja nicht den Knopf gedrückt. Also es wäre schon hart dämlich. Ja. Also ich würde ihn jetzt mal als clear schätzen. Wenn nicht, dann war das ein absolut krasser Imposter-Move. Also das muss ich schon sagen. Nee, nee. So schlau bin ich nicht. So schlau bin ich nicht. Das stimmt. Scheiße. Ja, schwierig. Ja, sehr. 7, 6,
5. Sorry, Rasierer, ich war mir so unsicher. Danke, verzeihen. Aber die Runde ist halt verloren, ne? Respekt an den Imposter. Respekt an Nico, ja. Richtigen Respekt. Ich war mir so unsicher. Ich hab so reingeschissen. Alter. Da laufe ich ihm entgegen. Wie blöd Rasierer. Kann ich sein? Oh Mann. Rasierer, willst du was wissen? Während du den Burger gebraten hast, sind ich und Conan links gestorben und die Killer sind, glaube ich, beide hinter dir vorbeigelaufen. Ja. Das hast du alles nicht gesehen, weil du am Burger gebraten hast. Ja, das war so geil. Ich kill den direkt daneben und ich denke so, ach scheiße, der hat mich jetzt gesehen. Dann laufe ich schnell weg nach links und shapeshifte mich in jemanden und laufe dann noch an ihm vorbei. Ja. In Robchu hatte ich mich geschiftet, damit er denkt, oh, jetzt denkt er, dann ist es der, aber er hat es immer noch nicht gesehen, er hat einfach nichts gesehen. Er hat nichts davon gesehen, das fand ich so witzig. Dann sehe ich Nico. Ja, damit der Burger auch wirklich ordentlich durchgebrannt ist, muss man schon seine ganze Aufmerksamkeit. Da sehe ich meine Wenigkeit und anstatt wegzurennen, laufe ich ihm entgegen, nicht denn? Ja, und es war so unglücklich. Ich habe mich extra in Robchu verwandelt, weil er meistens Hass war und dachte so, okay, wenn ich jetzt jemanden sehe, kill ich. Und wen sehe ich natürlich? Also ich sehe ihn und entscheide mich dazu, ihm entgegenzulaufen, anstatt wegzurennen. Oh, dann scheiße ich so rein. Dann ist Rutsch in meiner Hoffnung und der wird Rasierer, ey. Oh, ich habe jetzt zweimal am Ende das letzte Wort gehabt und zweimal lag ich falsch. Aber es war echt super witzig, wie ich noch Rasierer hätte mich sehen können und dann nochmal mich geshapeshifted sehen können. Hat einfach nichts gesehen. Ich hab mir 20 Mal den Arsch gebissen. Wie kann man so schlecht spielen, ey? Oh, ich wäre ja beinahe auch noch an Conan vorbeigerannt. Ich habe die Leiche nicht mal gesehen, so gut war die versteckt. Ich habe nur den Report-Knopf gesehen auf einmal dann. Aber. Ich dachte halt auch, Rasierer ist einfach der zweite Imposter, weil ich habe unten dann den Exern liegen sehen und halt Rasierer direkt in der Küche. Dachte ich so, okay, haben sie halt einen Doppelkill gemacht. Aber da war es gar nicht. Rasierer war dritter Imposter, aber wir. Ich meine, am Ende hat es ja gereicht, aber nur durch Glück jetzt quasi. Ja, mit den letzten Runden haben die Innozenten bisher kein Glück. Wie lange ist die Aufnahme schon? Eine Stunde. Schaffen wir noch eine? 2 Minuten, 18 Sekunden. Eine Endrunde schaffen wir das noch? Ja, von mir ist es egal. Also klar, wir machen. Ihr könnt auch sagen, ihr wollt noch den Part aufnehmen. Mir ist das wurscht. Ich schaue die an. Komm, für die Fans. Komm, für die Fans. Von mir aus können wir noch einen ganzen Part aufnehmen. Wir sind doch 90% von Conans Zuschauern. Eine letzte Runde für die Fans. Ein letzter Part. Komm, eine Runde noch. Okay, ich starte jetzt nochmal. Jawohl, danke. Viel Spaß. Und lass deinen Like da, wenn Nico nicht mal wieder im Post. Boah, ey. Ich brauch noch viel mehr Alkohol, um das zu überleben. Bin ich wieder als letztes Imposter sein, das bin ich immer. Kollege, der Boss. Wählt Conan. Klar, Kollege. Okay, mit Xehan. Okay. Schade, ich bin nicht Imposter. Meine. Ärgerlich, aber auch. Interessante Geschichte. Stevie ist hier mit gespawnt. Ich muss ja mich erstmal wieder auskennen. Das verstehe wieder nix. Wir fangen an. Was machen wir? Womit fangen wir denn an? Ich weiß nicht, wir fangen an zu killen. So. Ich halte das nicht aus, lange zu warten mit sowas. Ich halte das einfach nicht aus. Es ist furchtbar. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann lenken wir mal ein bisschen ab, die Leute. So, ich bin jetzt gerade hier unten. Hä, wie kommt man jetzt? Mein Legend, wie käme ich jetzt durch? Ach so, käme ich hier durch. Okay. Oh mein Gott, hab ich gerade ein Glück gehabt. Oh mein Gott, hab ich gerade ein Glück gehabt, dass das Xehan war. Holy shit. Also. Zwei Stück, das ist schlecht. Erstmal, ich bin Scientist und Stevie ist bestimmt schon vor einer halben Minute gestorben oder 40 Minuten. Rasierer kann ich wiederum sagen. 40 Minuten. 40 Minuten. 40 Minuten ist das schon her. Jedenfalls, jetzt ist interessant. Rasierer ist gerade erst gestorben. Und zwar,
da bei Main Hall, ganz oben rechts, war da eine Warrior Cast. Dann habe ich halt gesehen, dass Azira gestorben ist. Da habe ich auch gesehen, dass die Tür zu Records zugegangen ist. Da bin ich hochgegangen. Dann habe ich, bevor ich die öffnen konnte, gesehen, wie da das Vent zugeklappert ist. Und dann lag da zufälligerweise auch eine Leiche. Wie hast du auch ein Kinder gesehen oder ist das alles hier nur unnötig? Leider ist es unnötig. Also schade. Also ja. Ich und Rob You können uns safen, da wir zusammen waren. Und ja. Ich bin einmal an euch vorbeigelaufen, glaube ich. Ihr habt den rechten Reaktor oder was das ist. Ich wollte gerade fragen, wer das geklärt hat, weil ja, ich hatte gerade unter den Electrical und da kamen mir noch Robchu und wer kam mir da noch entgegen? Ich und Robchu nicht. Ich war im Gap Room da an dem Fix-Dingen und bin dann mit der Plattform rüber nach links gefahren und hoch. Engine. Genau, ich bin nämlich vor dir nach links. Genau, ich bin vor dir nach rechts rübergefahren, bin einmal durch Archives. Bin einmal durch Arcax durchgegangen und bin dann runter zu Electrical und dann kam der Report. Ich muss überlegen, wer war denn nochmal rechts am Gap Room? Ich hab den doch gesehen. Ja, ich war rechts am Gap Room. Wollte ich auch gerade sagen, ihr wart zu zweit oder so. Ja, ich hab gesehen, dass da schon jemand war, dann bin ich wieder weggegangen. Ja, ich war das, Nico. Also ich glaube ja, dass zwei Imposter noch am Leben sind. Dann ist Nico für mich das Ass. Ach wirklich, Robio? Ja, ich? Wieso? Entschuldigung! Warum? Ich war doch da oben, also Gap Room, Meeting Room und dann zum Meeting Room. Also bist du doch nach links gegangen? Naja, ich war rechts am Fixen und bin dann mit der Plattform nach links gefahren. Okay. Ja, hat Nico vorhin auch schon gesagt. Achso, ja, okay. Ja, kann das verstehen. Ey, das Conan, gesehen, ja. Conan? Ja? Okay. Erklär dich, wie lief deine Runde ab? Wir haben uns doch unten in Electrical getroffen vorhin, als dieses Gap Room. Das war nicht meine Frage, wie lief deine Runde ab? Ich habe bei Amory habe ich gestartet. Und dann bin ich darüber. Oh, Xehan ist verschwunden. Nee, man Xehan kann ist bei Amory? Stevie left the game. Stevie ist aus Discord und aus dem Spiel rausgeflogen. Das iPad ist alle. Das ist schlecht. Ja. Kann sein. So, geht ja gut los. Was ist jetzt schon wieder? Ist das schon wieder Avert Crash Course? Ja, es ist schon wieder Avert Crash Course. Okay. Da will ich diesmal aber jetzt mitmischen da oben. Nicht, dass es wieder heißt hier, ne? Weißt du schon? Okay, ist schon durch. Krass. Ist schon durch die Nummer. Okay. So, wir können beide wieder killen. Muss nur jemanden finden. Da drüben waren gerade ganz viele. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt jemanden finde, bin ich ziemlich ungestört. Okay, so geht's auch. Ach, Leute. Okay. Okay, zum Glück nur einer. Zum Glück nur einer. Warte, Xehan war auch da? Okay, was? Wo ist die Leiche? Ich war nicht mal ans... Hä? Warum sagt er... WTF, warum sagt das Spiel, dass ich den reportet habe? Okay, Xehan ist ein Leiche? Shapeshifter und hat sich als Robby verkleidet, weil Xehan war gerade noch da, zusammen mit FN Peru. Jetzt komme ich zurück, da ist ein Robby. Ich frage mich, da steht er einfach nur und wo ist Xehan hin? Und jetzt hat Robby keine Ahnung und ich kaufe ihm das ab, dann ist Xehan ein Shapeshifter und er wundert sich, dass er das reportet hat. Wo war das denn? Wo ist die Leiche? Records. Records, ja, dann war es Xehan, weil Xehan kam gerade von links, es war... Fast so wie letzte Runde, ich habe wieder das rechte Dings da gefixt und bin wieder, Xehan kam mit der Plattform nach rechts gefahren und ist dann Richtung Records und ich bin nach links gefahren. Okay, also dann war es wahrscheinlich wirklich Xehan. Es muss mir mal jemand sagen, warum das Spiel sagt, dass ich den reportet habe, weil ich das nicht war, aber okay. Wer hat den reportet? Ja, das Spiel sagt ich. Ein als Robby verkleideter Xehan. Das ist gelogen. Moment. Warum sollte Moment. Kann das... so einen dämlichen Fehler machen, ist hier meine Frage. Das ist eine gute Frage. Ist es so, dass wenn du als Shapeshifter dich verwandelst und dann reportest, dass du dann auch als die Person angezeigt wirst? Es kann ja nicht Robby sein. Na, also im Meeting wird er natürlich als Xehan angezeigt. Entschuldigung, jemand, der reportet, sagt doch nicht, ich habe nicht reportet. Ich bin auch gerade massiv verwirrt, warum das Spiel sagt, dass ich reportet habe. Robchu sagt ja auch, er hat nicht reportet. Oder?
Ich war in der unteren linken Ecke der Karte. Dann war es doch Xehan. Na, Conan, Xehan sagt, dass er nicht reported hat, weil ich dann wäre sofort klar, dass er Shapeshifter ist. Das ist nicht gelogen. Ich habe nicht reported. Ja, aber wer hat denn dann Leute, reported? Leute, ihr verdächtigt ihn gerade, weil er selbst gesagt hat, dass er nicht reported hat. Warum sollte er sich denn selbst? Ich verstehe das nicht. Weil, ich verdächtige ihn, weil er es ist. Leute, nehmen wir mal an, dass Xehan die Wahrheit sagt. Trotzdem können wir ihn nicht voten. Weil selbst wenn es ein Bug ist, können wir ja nicht wissen. Ja, es ist zu spät. Das ist halt das Problem. Wieso sollte er denn... Aber wenn es wirklich ein Bug wäre, dann... wäre das halt echt das dann scheiße, wir nach, aber eruieren, was da passiert dafür ist. Ob er das jetzt einfach ich so gesagt hat. Ich habe übrigens nicht wegen dieser Sache. Oder so, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist mein Ernst, ich habe nicht wissentlich reportet. Was ist denn da passiert? Ja, sehr interessant. Okay. Ich meine, ich habe mich jetzt schon wieder sass gemacht, dadurch, dass ich ihn verteidigt habe. Aber eigentlich ist es ja auch... What the hell ist denn heute los mit diesem Crash-Course-Ding? Ich habe gerade keine Möglichkeit zu killen hier. Ich kann hier nichts machen. Aber es geht hier auch keiner runter. Aber ich kann ja auch nicht warten. Das ist Schwachsinn. Ich kann hier nicht warten. Das ist dumm. Nee. Dafür ist die Zeit einfach zu lange. Aber über Tasks gewinnen die nicht. Also ich sollte Möglichkeiten haben, wenn ich jemanden sehe. Gott, ich komme nur mit Karte raus? Ich muss mich rauswenden. Ist hier ein Vent? Ja, okay, tschüss. Lecco mio. Lecco mio. Hallo, ich wollte nicht das aufmachen. Ich wollte nur die Maus schon mal auf den Kill. Ich komme hier nirgends. Conan, mit dem Kill hast du mich so angekotzt, weißt du das? Sehr schön. Aber Xehan, warum warst du so blöd? Ganz ehrlich. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Ich muss aus Reflex. Du hast wahrscheinlich aus Versehen gedrückt. Ich muss aus Reflex auf den Knopf gekommen sein oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, es war dann trotzdem klar, dass du Imposter bist, weil dann. Ja, weil du zurückgekommen bist. Ich dachte mir schon, dass er gleich tot sein wird. Wer hat den ersten Kill gemacht? Conan. Okay. Also, das war der eins. Also das war der Stevie-Kill war ich, ja. Das war der Kill, der schiefgegangen war der einzige, den ich gemacht habe. Xehan, scheiße gebaut, Conan, GG. Ja, also Conan hat die Runde gecarried, also die ersten zwei Kills war auch nicht ich. Dass Conan noch was carried, ist auch echt krass. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die ersten beiden Kills nicht war. Ich glaube, ich hatte mich in Nico verwandelt Ich hatte super Glück, dass du gekommen bist, nachdem ich Rasierer gekillt habe. Ich hatte super Glück, dass du das warst. Das war ein super riskanter Kill. Das war viel zu bescheuert. Wenn da jeder andere, der dahinter gewesen wäre, hätte mich sofort rausgekickt. Ich habe mich in Nico verwandelt am Anfang und ich habe dann Dings ausgelöst und stand am linken Reaktor, weil ich wollte, dass jemand vorbeikommt und der Nico sieht und ich den killen kann und dann weggehe. Aber da kam literally niemand und dann musste ich mich zurückverwandeln und dann habe ich das Ding einfach gesolved. Dann reportet er einfach irgendwas und denkst so, war ich nicht, war ein Bug. Warum habe ich dich jetzt abgefuckt mit dem Kill? Das Ding ist, das ist natürlich doof gelaufen, aber wenn es wirklich ein Bug gewesen wäre, hätten wir dich trotzdem voten müssen, ne? Ja, vor allem hätte ja irgendjemand hätte ja reported haben müssen. Wenn du es nicht warst, hätte ja irgendjemand gesagt, ich habe reported. Genau, nehmen wir mal an, Xehan hätte die Wahrheit gesagt, dann wäre das, oder hätte gelogen, dann wäre das so eine Lüge, die meiner Meinung nach in diesem Spiel nicht zulässig wäre. Ja, auch man natürlich sagen kann, was man möchte, aber außerhalb der Spielmeta sich sowas ausdenken, wäre jetzt in meinen Augen auch ein No-Go. Ja, doch. Ja, also,
Ja, ich hätte schon, ich find schon mal, dass du hingegen. Ich finde, dass man sowas versuchen kann. Also klar, es ist halt jetzt nicht klatter, aber ich finde schon, dass man sowas versuchen kann. Also so ein Bullshit fliegt halt meistens dann schnell auf. Oder ich sagen, das ist so eine schlechte Ausrede, das interessiert auch keinen, die ist so schlecht. Ja, oder es funktioniert halt vielleicht einmal und danach weiß man das und dann fällt man auch nicht mehr auf sowas. Ja, aber Metagaming, was über das Spiel hinausgeht, das... Ja, Bruder, hast du schon mal irgendein Online-Spiel gespielt? Die sind teilweise nur Metagaming. Ja, aber das finde ich halt, das heißt ja halt nicht, dass ich das gut finden muss. Ja, gut, aber den Part will ich mal jetzt hier beenden. Danke an alle Zuschauer! So, dann läuft die Aufnahme. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Ja, danke. Ich hoffe danke. Auch, dieser Dankeschön. Part lässt sich beenden und danke an Grüße gehen raus an den Imposter. Vergesst nicht, Geld an Conan zu senden. Patreon.com. Richtig, ich richte zu den Thanks-Button ein, da kann man mir Geld. Nein, um Gottes Willen. Tschüss. Grüße gehen raus an den Imposter, an meine Eltern und dann.